Hallo und herzlich willkommen bei meinem neuen Video von WWE Supercard. Ich bin der Steffo und wir haben sofort eine Nachricht bekommen. Diese Woche gibt es bei Ring Domination The Undertaker als Main Event Card. Ziehe die Splitter weg und hol dir am Donnerstag deine Belohnung. Das machen wir doch natürlich. Genau, in 13 Stunden fängt Ring Domination an. Genau, da kann ich ja mal schnell zeigen. Ja, da gibt's, kann ich selten, dann besonders selten und dann ultra selten. Also ich hoffe, ich schaffe selten. Kommt drauf an, wie viele Picks die diesmal haben. Letztes Mal war es ja 4. Wäre mal cool, wenn sie jetzt 6 daraus machen, wenn man ein Match gewinnt. Da ist die Chance dann auf jeden Fall höher, da die Splitter wegzukriegen. Da hoffe ich wenigstens, dass ich selten und besonders selten schaffe. Also es wird schon sehr schwierig. Genau, das wäre dann bis jetzt meine Deckaufstellung für Ring Domination. Roman Reigns, Daniel Bryan, Sting, Stardust, Big Show, Rusev, Teddy Biasi, Senior, John Cena. Den möchte ich noch gerne pwnen vorher, aber ich glaube, das schaffe ich nicht. Und Dean Ambrose. So. Dann ist der King of Swing beendet. Da gehen wir gleich mal rein. Da bin ich ganz knapp gescheitert. Oh, schaut euch an. Der Carlos mit 27 Siegen und 20 Niederlagen. Ich habe 25 Siege und 20 Niederlagen. Oh, das war echt. Ah, ganz knapp. Hä? Wer hat 26? Der auch. Wieso sind die vor dem? Okay, gut. So, dann holen wir uns mal die Belohnung. Eine zufällige ungewöhnliche Karte und eine zufällige gewöhnliche Karte. Ist natürlich wieder nichts Großes. Alicia Fox brauche ich nicht. Und Colin Cassidy brauche ich auch nicht. Kann ich alles für trainieren. Genau, dann zeige ich euch noch mein Deck, was mit wem ich gerade spiele. Also. Roman Reigns habe ich jetzt auf voll gepumpt, auf Level 15. Dann Bam auch, Paige auch, Sting auch, Stardust auch und die Brie auch. So, jetzt bin ich ja John Cena, haben wir auf Level 13 und auf Level 11. Der Level 11 war, der ist schon, der hat schon seine Siege insgesamt hier mit den zwei Balken und ein Token übrig. Achso, dann kann ich dem ja. Ja, machen wir mal härter, ne? So. Und dann der Level 13er. Mit dem habe ich halt nicht gespielt, ne? Mit dem habe ich erst ein Match gemacht. Den habe ich jetzt auch gerade im Deck drin, damit ich dem wenigstens die 20 Matches da voll kriege. Damit ich den dann proben kann. Ich weiß ja nicht, ob, wenn ich den voll gelevelt habe, die beiden schon 10er, ob ich dann einen goldenen Pro bekomme oder einen silbernen, wenn bei dem einen die Balken nicht voll sind von den Siege. Aber ich mach's lieber, das geht ja schnell. Genau, so sieht mein Deck aus. Besonders selten plus bin ich jetzt. Und starte ich jetzt noch den King of the Ring neu. Machen wir schnell automatisch füllen. Okay. So. Dann zeige ich euch noch die Anmeldungsbonus. Also, Randy Orton, Triple H nach 10 Tagen, Ultimate Warrior nach 15 und hier nach 21 Tagen Sting, das ist geil. Dann kann ich den nämlich prone mit dem anderen Sting, den ich schon habe. Und dann Seth Rollins auf Ultra Seiten. Das ist auch geil. Freue ich mich schon. So. Ja, und ich glaube. Ach, wisst ihr was? Komm, mach mal ein Match noch. Hm.
Nehmen wir den Obwurf. Na? Jetzt geht's los. Ja, es dauert ein bisschen, bis ich ein bisschen hochlevel, ne? Über Decken geht das bis. Oh. Nee, gewinne ich. Gewinne ich, ja, locker. Gewinnen wir gegen Cameron und Rosa Mendes. Genau. So, warten auf Netzwerk. Okay, wieder weg. Kraft und Tempo. Nehmen wir den Roman Reigns. Seth Rollins, ehemaligen Shield-Partner. Super. Und dann kann ich jetzt den John Cena reinmachen. Ich weiß gar nicht, ob man das gewinnen muss, das Match immer. Müssen wir mal gescheit schauen. Aber jetzt hat er eh nicht gezündet. Ne? So, eine B-Karte. Oh. Naomi. Ah, da ist die Blue Bella besser. Lief Slater. Achso, die habe ich ja eh schon voll gelevelt. Schauen wir mal einen John Cena. Level 13er. Ah doch, zwei Matches, sehr cool. Also ich muss es nicht gewinnen. Das ist super. Da geht es ja noch schneller. Dann kann ich den ja immer einsetzen, wenn ich dann schon 2-0 führe. Genau. Dann kann ich noch die Match-Statistik sagen. 290 Siege und 11 Niederlagen. Ja, das war's jetzt erstmal von mir. Schreibt auch einen netten Kommentar, einen Daumen nach oben. Und wenn ihr Lust habt, abonniert doch den Kanal. Ich habe ab morgen hoffentlich meine Elgato. Und dann werde ich mal versuchen, so ein Indie-Game aufzunehmen von der PlayStation 4. Never Alone heißt es. Und ja, würde mich freuen, wenn ihr auch dabei seid. Ja? Also, Servus, euer Steffo.